Diese Wassermelone ist so heiß, dass sie sogar brennt. Oh, eine Wassermelone! Die Jungs wollen mit Christi Wassermelonen-Bowling spielen. Bemal kleine Colaflaschen mit grüner und roter Acrylfarbe. Fügt auch Wassermelonenkerne mit schwarzer Farbe hinzu. Kreiert auch die Streifen mit hellgrüner Farbe. Macht mehrere Wassermelonenflaschen. Wir starten unsere Wassermelonen-Bowling-Meisterschaft. Stellt alles auf. Und lasst die Kugel rollen. Yay! Christis Ergebnis ist super. Ben ist aber auch gut. Aber jemand kann das nicht so gut. Unsere Wassermelone ist kaputt. Das Spiel ist vorbei. Zeit für einen Film. Ich werde dabei Wassermelonen-Popcorn essen. Schneidet die Wassermelone oben auf. Und entfernt das Fruchtfleisch. Bereitet dann Popcorn in der Mikrowelle zu. Fügt noch rote Lebensmittelfarbe hinzu. Und gebt das Popcorn in die Wassermelone hinein. Es ist echt knusprig. Was war das? Ein Wassermelonengeist macht Christi Angst. Ich weiß, wer sich dort versteckt. Nimm das, Ben. Ben mag das Wassermelonen-Popcorn, aber er kann auch etwas Cooles aus einer Wassermelone machen. Markiert eine Stelle für einen Hahn und schneidet eine Öffnung hinein. Setzt dann einen Hahn ein. Macht auch Markierungen mit einem Kronkorken und schneidet das Loch aus. Markiert drei Löcher für Flaschen in einer Reihe. Macht auch ein rundes Loch mit einer Ausstechform. Und nehmt es dann ab. Mixt jetzt das Fruchtfleisch in der Wassermelone. Schließt dann wieder den Deckel und setzt dann drei Colaflaschen hinein. Das ist mehr als nur eine Wassermelone. Es ist ein Wassermelonen-Cocktail mit Coca-Cola. Ladet die Maschine. Und trinkt direkt aus dem Hahn. Das ist echt erfrischend. Cola, Popcorn und eine Wassermelone sind eine perfekte Kombination. Wir wollen Tic-Tac-Toe nicht mehr auf Papier spielen. Und auch nicht auf einer Tafel. Aber wir könnten doch eine Wassermelone nehmen. Ben hat eine Idee. Hä, was hat er denn jetzt vor? Schneidet eine Scheibe ohne Kerne ab. Schneidet auch eine Lakritzstange in Streifen. Formt dann ein Spielfeld mit Zellen auf der Wassermelone. Schneidet dann das Fruchtfleisch von der Wassermelone ab. Verwendet jetzt eine runde Form, um Spielsteine auszuschneiden. Und legt sie auf das Spielfeld. Die Regeln sind die gleichen wie bei Tic-Tac-Toe. Außer, dass wir eine leckere Wassermelone als Spielfeld haben. Ben gewinnt. Er würde die Stücke aber lieber essen. Ich spuck es aus. Das Spiel geht weiter. Leute, ich habe eine Aufgabe für euch.
Schneidet eine Wassermelone so, dass sie schön aussieht. Dafür braucht man aber viel Fantasie. Ben benutzt einen klassischen Weg. Er macht Dreiecke. Und er hat es echt drauf. Und, gefällt es dir? Ha, ich kann diese Wassermelone viel besser schneiden. Mach dich bereit. Schneidet mit einer Ausstechform runde Stücke aus einer Wassermelone. Nehmt die Teile leicht heraus, damit sie herausragen. Hier, das ist ein Igel. Das ist ja cool. Es ging schnell und einfach. Ben, ich habe eine Überraschung für dich. Noch eine Wassermelone? Das war ja klar. Komm, wir nehmen ein großes Messer. Ein direkter Treffer und die Wassermelone wird geschnitten. Aber was steckt da drin? Es ist eine Gelee-Melone. Schneidet den Deckel einer Wassermelone ab. Und entfernt das Fruchtfleisch. Gib dann Wasser zu Beeren-Gelee-Pulver hinzu. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch Zucker hinzufügen. Rührt es dann um und erhitzt es in der Mikrowelle. Gebt noch mehr heißes Wasser hinzu. Gebt jetzt das Gelee in die Wassermelone. Und kühlt es dann. Es schmeckt nach Beeren. Ben kann nicht widerstehen. Lecker! Wir haben einen Streich für unseren besten Freund. Wassermelonennudeln ist das stilvollste Gericht dieser Saison. Ich wette, das habt ihr noch nie probiert. Schneidet die Wassermelone auf und entfernt das Fruchtfleisch. Legt dann Instantnudeln hinein. Und gießt kochendes Wasser hinein. Legt den Deckel wieder drauf und lasst es einziehen. Dekoriert es danach mit frischen Kräutern und Tomaten. Das sind Wassermelonennudeln. Das ist mal was Neues. Es sieht so aus, als würde unser Freund unser Gericht lieben. Wow, er hat aber Hunger. Ben beschließt, Christy mit seinem Kochtalent zu überraschen. Hoppla, das war wohl nichts. Ein Moment, ich bin noch nicht fertig. Hier ist ein leckeres Frühstück, Spiegeleier in einer Wassermelone. Schöpft das Fruchtfleisch aus einer Wassermelonenhälfte. Und trennt dann das Eigelb vom Eiweiß. Verrührt dann das Eigelb. Legt jetzt eine Form in die Wassermelonenschale. Verteilt außerhalb der Form das Eiweiß. Backt es dann für 15 Minuten bei 180 Grad. Entfernt es dann. Und gießt das Eigelb in die Mitte. Backt es dann weitere 15 Minuten. Dekoriert das Ei noch mit frischen Kräutern und Tomaten. Das sieht aber köstlich aus. Ich werde es gleich probieren.
Nicht schlecht. Ben ist aber so ungeschickt. Setz dich lieber hin. Jetzt werde ich ein Meisterwerk zubereiten. Entfernt das Fruchtfleisch aus seiner Wassermelonenhälfte. Mischt dann Pfeffer, Salz, Kurkuma und getrocknete Kräuter. Fügt das Sonnenblumenöl hinzu und rührt es um. Bestreicht dann den Huhn mit der Mischung. Und legt das Huhn in die Wassermelonschale. Fügt jetzt etwas Wassermelonsaft hinzu. Und backt es, bis es fertig ist. Dekoriert dann das Hähnchen mit Kräutern und Wassermelonenherzen. Fass mein Meisterwerk nicht an! Das ist ein Hähnchen in einer Wassermelone. Ich habe mir das Rezept selbst ausgedacht, als ich aus Versehen das Hähnchen in eine Wassermelone geworfen habe. Während Christi damit angibt, hat Ben schnell alles verputzt. Das ist typisch. Wassermelone? Und was soll das jetzt werden? Es ist eine Wassermelonen-Challenge. Wer kann sie schneller essen? Noch ein Stück. Puh, ich kann nicht mehr. Hey, du Weichei. Jetzt musst du die Wassermelone mit geschlossenen Augen essen. Oh Mann, das schaffe ich doch nie. Wie fandet ihr unsere Wassermelonen-Herausforderung? Schreibt uns, wie ihr die Wassermelone zubereiten würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.